Moin moin und herzlich willkommen zurück bei Baldur's Gate 3. Wir sind im Underdark. Wir haben uns beim letzten Mal mit diesen, wie heißen die, Hakenschrecken hier angelegt. Das sind ziemlich üble Viecher, wie ich finde, weil die Verstärkung rufen. So, dann haben wir hier diesen Glitzerbaum hier gefunden. Wie heißt er noch? Susurbaum, der diese komischen Blüten hat, die sehr, sehr seltsam sind. Sobald man da in der Nähe ist, kann man nämlich nicht mehr zaubern. Und mehr oder weniger durch Zufall haben wir festgestellt, dass man hier irgendwo Rinde abnehmen konnte. So, und jetzt haben wir also diese Rinde, und diese Rinde ist ja die Zutat, die wir brauchen für die meisterliche Waffe, die wir schmieden wollen. So, soviel ich weiß, war das ein Schwert, ein Dolch und, ja, was war das dritte denn? Schwert, ach so, die Sichel, ja, wir haben ja eine Sichel dabei. Genau. Aber ich glaube, die Sichel brauchen wir irgendwie nicht mehr, oder? Weil, naja, eigentlich brauchen wir nichts mehr davon. Er hat jetzt dieses Schwert hier. Ich denke, das wird er wohl behalten, weil das bufft. Das ist eigentlich ganz geil. Und, ja, wir sind ja sowieso gearscht, ne? Wir dürfen ja nichts anderes nehmen, außer diesen Stab hier. Ich finde das mit dem Mönch ja total geil, aber wir sind echt angewiesen auf ganz bestimmte Waffen, ne? Und wir dürfen da nicht rumwechseln und rumexperimentieren. Dieser Stab, den wir schon seit Level 1 haben, ist einfach wichtig, weil er uns plus 1 auf waffenlose Angriffe gibt und plus 2 auf die Rettungswürfe, solange wir keine Rüstung tragen. Alles andere, was wir nehmen würden, macht uns nur schlechter. Das ist echt ein Problem, ne? Lyselle sieht jetzt richtig aus wie der Leibhaftige mit dem Hammer da in der Hand. Steht hier aber gut. Der ist ziemlich heftig. Vor allen Dingen hat sie jetzt gelernt, Schlösser zu knacken, Türen einzureißen und sonst was. Also sie macht unseren Schurken quasi gerade hier arbeitslos. Allerdings ist er aber auch ein super Bogenschütze hier, ne? Deswegen sollte er auch den Bogen in die Hand nehmen. Zack. Besser so. Das Schwert ist aber auch cool. Ja, was nehmen wir denn? Sichel, ja, Sichel brauchen wir eigentlich nicht mehr. Das wäre was für Druiden, denke ich mal eher so, ne? Großschwert. Das war doch ein Großschwert, glaube ich sogar, ne? Ja, wäre nur was für sie. Und egal, was für ein Schwert wir machen. Das hier ist tatsächlich immer noch das Heftigste. Und das haben wir noch aus dem Tutorial, ne? Das ist so krass. Das ist bisher immer noch die krasseste Klinge von allen, ne? Auch der Hammer ist weniger. Alle sind weniger. Aber der Hammer ist trotzdem geil, weil dieser Wuchtschaden, der ist einfach irre. Sie, ja, sie kann mit dem Schwert sowieso nicht umgehen. Und, eine Sichel ist auch für sie uninteressant. Ja, wir könnten halt noch einen Dolch machen für ihn. Falls das Schwert mal nicht gebraucht wird, dass er. Aber Dolch. Mit Dolch muss er ganz nah ran und er soll eigentlich ganz weit weg. Das ist eigentlich scheiße, ey. Von daher, ich habe echt keine Ahnung, was wir jetzt für eine Waffe daraus machen. Also die Sichel ist völlig bescheuert. 0 bis 3. 0 alleine. Okay. Kannst du mit einer Sichel umgehen überhaupt? 2 bis 5. Naja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Tja. Kann ich mit dem Dolch. Ach ja. Also ich darf sowieso. Das ist das Problem. Ich darf ja einfach gar nichts nehmen. Also entweder Dolch oder Schwert. Wir nehmen den Dolch. Falls er aus irgendeinem Grund mal mit Dolchen kämpfen muss, kriegt er dann den meisterhaften Dolch. Was immer das auch für eine Waffe wird. Kann man von hier auch. Ja, kann man. Das ist geil. Dann gehen wir jetzt erstmal ins Lager. Denn ich habe natürlich in meiner weisen Voraussicht mein Inventar gesäubert. Natürlich alle. Oh. Das ist ja auch mal ein nices Lager hier. Den ganzen Pilzen.
Du? Naja, gut, dann halt du. Da haben wir einen Dolch, ne? Den nehmen wir mal mit. Hm. 3 bis 13. Wir packen das auch mal ein. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass das... Kann ich von hier aus? Jo, zum zerstörten Dorf, bitte, so. Jep, jep. Mal ganz kurz gucken, Lizelle. Fünf bis 15. Ja, ich denke mal, der Schaden wird der gleiche bleiben, ne? Okay, wo war denn das? War das hier? Ne, hier unten war das teuflische Buch. Hier war das. Das Nekromantenbuch. Die Schmiede war woanders, die war hier. Ja, ich mag den Hammer, ganz ehrlich. Let's move. Geh du mal bitte wieder voran und geh mal wieder nach oben, wo du hingehörst. Hier. So. Here we go. War doch hier, oder? Jo, das ist es doch. Also. Ja, genau. Zuerst muss die Rinde da rein. Nur die Rinde? Oder kommt hier noch der Dolch rein? Wo ist der Dolch überhaupt? Gib ihr das Zeug mal alles. Diese ganzen Schriftrollen übrigens, die kannst du alle haben. Die will ich nicht. Zerfledderte Schriftrolle, ja, ja. Also, gib mir mal das und das. Das wieder zu, das wieder an. So. Kommt der jetzt da mit rein? Nee, nur das. Okay. Ja. Du hast es jetzt nicht ausgeblasen, oder? Ich hoffe. Sollen wir das Schwert nehmen? Wir nehmen ihn durch. Für ihn. Oder? Auf der anderen Seite, ein Schwert ist bestimmt besser zu verkaufen, falls man das verkaufen will. Ich drücke jetzt einfach drauf. So, zack. Oh. The Susabark infuses the weapon from within the flames. The flames sputter away. The sword is complete. Okay. Ja, wo ist es? Nee, geh mal wieder aus. Geht nicht, scheiße. Gott, oh Gott. Wo ist es? Ah! Es ist sogar noch, warte mal. Gib das mal, Lizelle. Sechs bis 16. Es ist nicht... Also es ist immerhin besser als der Hammer. Aber natürlich nicht so gut wie diese grüne Klinge, ne? 6 bis 16.
Und es macht Stille. Aha. Ja, macht ja auch Sinn, ne? Diese komische Pflanze, da dieser komische Baum sorgt dafür, dass man nicht zaubern kann. Dementsprechend verhindert auch er hier das Zaubern. Ja. Wert ist das Ding nix. 150. Pff, naja. Na gut. Hammerhaft hier. Kostet nur 65. Ja. Ja, es ist interessant. Okay. Haben wir das. Dann gehen wir mal wieder raus. Das müsste ja auch so gehen. Rausgehen, ne? Zack. Jawohl, viel einfacher. Und ich fürchte, wir müssen jetzt mal langsam... Ja, wir sind total auf, ey. Wir können auch nicht mehr rasten. Wir müssen... Ich habe keine Keypunkte mehr. Ich kann nicht mehr kämpfen. Wir müssen ins Lager, ne? Auf jeden Fall. Weil da unten... Da unten im Underdark, da ist doch ein anderes Level, ey. Da ist so viel zu kämpfen da. Ständig macht mich da irgendwas an und kaputt. Ich muss rasten. Wir müssen rasten. Dann tun wir das mal. So, gibt es irgendwas, was wir umstellen müssen? Da wir jetzt da neue Herausforderungen da unten haben. Zauber. Mal sehen. Zaubertricks ist klar, das ist auch klar. Sollte hier nicht sowas wie Untote zerstören irgendwie jetzt drin sein? Hab ich doch gelesen gehabt, dass sie eigentlich jetzt auch Untote zerstören kann. Sie kann unendlich oft fluchen. Das ist ja auch cool. Okay. Spiegelbilder kann sie auch ständig machen und Furcht kann sie verbreiten. Projektiere ein so schreckliches Bild, dass Ziele fallen lassen, was sie halten und furchtsam werden. Attributs und Angriffswürfen im Nachteil. Sie muss vor der Quelle... Ja. Kann nur noch weglaufen. Okay. Sie sind dann einfacher zu treffen und können sich nicht bewegen. Wenn das Ziel seinen Zug an einem Ort beendet, an dem es dich nicht mehr sehen kann, darf es einen weiteren Rettungswurf ausführen. Okay. Das ist cool. Ja, das kann sie auch ständig. Okay, sie wird jetzt langsam so eine miese Fiese hier, okay. Aber ich war mir recht sicher, dass wir beim Aufstieg, da stand was von Untote zerstören. Oder war das eine Auswahl? Nee. Weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Ach so, ja, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Ja, wir machen ja doch häufiger jetzt anscheinend mal auch, also sollten wir zumindest, gleißenden Schaden. Ne? Wir haben hier was, wir haben da was. Und es kommt bestimmt nochmal das ein oder andere dazu. Mit gleißenden Schaden. Guck mal, hier haben wir auch noch was. Das lenkende Geschoss ist auch gleißend. Was ich damit sagen möchte, es kommt wahrscheinlich häufiger vor, dass wir gleißenden Schaden machen, als dass wir im Wasser stehen. Und dementsprechend sollten wir... Packen wir mal kurz alles wieder aus hier, ne? Und tun das dahin, wo es hingehört. Jupp. Nämlich hier hin. Ja. Wir werden häufiger gleißenden Schaden machen, als im Wasser rumstehen. Und von daher sollten wir
War es das hier? Nee. Sollten wir das Ding in Schattenherz anziehen? Das ist zwar ganz witzig und es war scheiße teuer. Aber wann laden wir uns schon mal auf hier? Das tun wir nur, wenn wir im Wasser rumstehen. Das ist, kommt selten vor. Also, her damit. Nice. So sieht man als Priesterin aus. Noch Fragen? Das erklärt so einige Dinge. So. Hallo? Willst du dich nicht mehr anziehen? Doch. Jetzt ist sie auf einmal rot. So, die wechselt ständig ihre Farbe. Erst war sie silber, dann war sie blau, jetzt ist sie rot. Gut. Kann irgendwer das hier anfangen? Ich sowieso nicht. Du brauchst das nicht. Du kannst, glaube ich, auch nicht mit mittleren Rüstung anfangen. Ne? Nein, kann sie nicht. Kann er nicht. Dementsprechend. Zack. Nein, falsch. Du bitte. Geh hier wieder ran. Mach bitte das. So. Dass er das auch immer da drüber legt. Ne? So. So. Haben wir noch was Interessantes? Wenn du deine Eid-fokussierenden Zauber wirkst, das ist nur was für Paladine, ne? So oft kannst du die Stärke deines Eids nutzen, das ist was für Paladine, ja. Waren das jetzt Stiefel bei ihr oder waren das? Ja, es waren Schuhe, so. Falsche Kiste. Ach Gott, ey. So. Also. Das Ding kann keiner. Das kann weg. Das kann weg. Der kann weg. Da haben wir den Spinnschritt. Ja. Das tolle Großschwert, das wir gebaut haben. Die Rüstung kann auch weg. Der Dolch kann auch weg. So. Jetzt gucken wir nochmal nach irgendwelchen Schuhen. Alles Handschuhe. Der ist auch 4 bis 11. Ja, der kann das Ziel fesseln. Und der kann nekromantische Sachen machen. Aber nichts geht über diese Scheiße mit dem plus 1. Das ist einfach zu wichtig, ey. So, auch Handschuhe, das Schwert der Gerechtigkeit, das habe ich ganz vergessen. Okay, da, so. Wenn der Träger ein Ziel heilt, erhält er zusätzlich 3 Temp. Ja, ich glaube, wir müssen wieder auf das Ding zurück, ne, alles andere hat keinen Sinn. Das ist für Konzentration wichtig. Halt, wo war das? Da, ne, hier. Das ist auch interessant. Pass mal auf. Also, was hat hier Konzentration? Die Dinger hier. Konzentration. Konzentration. Das ist egal. Konzentration. Auch Konzentration. Auch Konzentration. Alles klar. Das Ding ist gar nicht mal doch nicht so uninteressant. Ne. Spinnenschritt. Welche waren das? Da. Okay, pass auf. Der Dolch kann übrigens auch wieder weg. So, also, das Ding hat sie ja schon an, ne? Ach, das ist mal kompliziert hier. So, dann kriegst du jetzt die Stiefel des Schreitens. Wenn du einen Zauber wirkst, der Konzentration erfordert, erhältst du Wucht. Während du dich konzentrierst, kannst du nicht umgestoßen werden, kannst nicht liegend gemacht werden. Was ist sehr interessant ist, weil die Viecher, gegen die wir gerade gekämpft haben, diese Hakennasen da,
die wollen dich ja unbedingt umschmeißen. Und dann würden der Segen und sonst was alles verloren gehen. Also behalten wir die. Ein Hin und Her. So, was mit dir? Schnelle Schritte. Wenn der Träger im Kampf spurtet, erhält er 3 Zuge lang Wucht. Wenn du spurtest, kriegst du Blitzladungen. Du hast plus 1 auf Angriffswürfe und bewirkst einen Blitzschaden. Wenn du 5 Ladungen erhältst, werden sie verbraucht, wenn du das nächste Mal Schaden bewirkst. Und du bewirkst zusätzlich 1 bis 8 Blitzschaden. Ja. Kriegst aber nur 3. Obwohl, nee, du, bei den 3 kriegst du schon ein plus 1 auf die Angriffswürfe. Ja, ist nicht verkehrt. Ist nicht verkehrt. Musst du halt nur häufiger mal spurten. Das Problem ist, tust du das? Spurtest du häufiger mal? Oder spurtest du häufiger mal? Weil du musst ja eigentlich dahin, wo du Abstand hast. Allerdings, wenn du spurtest, kannst du noch weiter spurten dann, noch weiter weg. Ja, behalten wir so, wie es ist. Das behalten wir so, wie es ist. So, und die Wasserfunken-Geschichte hier ist nice, aber... Vielleicht kommt der Fall noch. Aber so wieder, also, das ist einfach so speziell. Man muss im Wasser stehen, um zu kämpfen. Das ist ein so spezieller Fall. Was war das nochmal? Träger erhält 1 bis 6 Trefferpunkte zurück, wenn er jemanden anderen heilt. Ja, das ist... Würde dann aber die... Na, warte mal. Ich meine, das Ding ist das so wichtig für dich? Musst du so intelligent sein? Eigentlich. Was habe ich hier nochmal? Achso, ich kriege hier nochmal Wucht, damit ich noch schneller rennen kann. Ja, ist am wichtigsten. Rettungswürfe Konstitution. Rettungswürfe Geschicklichkeit. Behalt das. Jawohl. Das Heiler-Ding wäre schon geil für dich, ne? Das Heiler-Ding wäre schon geil für dich. Aber wann heilst du schon? Komm, du heilst sowieso so gut wie nie. Das kommt erst später. Ach, was für eine lange Geburt. Haben wir es jetzt? So, alle ready, alle zufrieden. Wo ist sie? Achso, ich habe sie hier gerade am Wickel, alles klar. Gut, dann... Ja, another step forward. Dann können wir uns jetzt ausruhen. Bitte. What? Ach, die feiern ja jetzt hier bei uns. Ach, das habe ich ja völlig vergessen. Das habe ich ja völlig vergessen. Das ist ja eine Party hier, du. Okay. Na? Patience? Have you no respect for showmanship? Having performance issues, Roland. Hush you. And behold! Unfassbar. Ist das alles? Nein, wir sind jetzt hier. Komm. Bravo! Adoring applause. Ja. You're too kind. Remember when he could barely cast that? They grow up so fast. Tja. Never have I met such troglodytes. Now, pass the wine. Bitte. Ne? Du bist ja der größte Zauberer von Dingens werden hier, ne? Und ihr so? I need to dance.
So lieber Himmel. No. No, I need to lie down. Okay, sie ist jetzt schon fertig. Sherry! That's infernal for cheers. Sherry, was hat der für Geballer da hinten? Possibly turnip. Rübe? Wer schießt hier mit Raketen? Ja. Oh, gerade nicht. So. Ja. Wo war ich jetzt? Telefon hat mich völlig durcheinander gebracht. Was hat er denn? Lizelle. Ist das vielleicht der richtige Abend hier für uns? I have seen the Kithraki tear a screaming Neogi's legs from its belly to fashion into blades. Yet they could not match your nerve today. It was enough to drive me to madness. I smell their blood on you still. I smell your moisture. A glorious reward for a glorious battle. Ooh. Go on, have your fun. And do not wipe away a single bead of sweat. It's intoxicating. Ich nehme an, das war eine Anmache? Okay, anscheinend, ja. Was? Schlacht, Battle, Dingens, Belohnung, alles klar. Und wer bist du? Wieso sitzt du auf dem gleichen Fell wie meine Kriegerin? Alter, ich schlag dich jetzt hier. Soll ich mal dagegen hauen? Nee, lieber nicht. Hope you're enjoying the night, hero. I certainly am. Cheers to many more like this. Wer bist du überhaupt? Jetzt geht sie wieder. Geh zum nächsten hin, okay? Ja, whatever. Alfira. Wer bist du? This might be the wine talking, but I'm feeling inspired. Ach, sie! Thinking of writing my next song. Ja, bitte. About you. Mich? Naja. I need an angle. Any ideas? Ich mache dir einen Vorschlag. Wir spielen zusammen. Ich habe eine super Band. Das kann nur gut werden. Also, ich soll jetzt ein Thema über meinen eigenen Song raussuchen. Also, sag mal. Ich will doch bescheiden sein. Habt ihr diesen Körper gesehen? Es wäre ein Verbrechen, ihn nicht zu besingen. Ja, hat sie recht, aber das ist nicht bescheiden, Mann. So. Wir sind doch hier nicht so eine. Das musst du. Frag das Volo. Volo kann sowas bestimmt gut. Was ist denn da hinten los? Tapferkeit? Ich bin keine Bardin. Ich will auch gar kein Lied über mich. Lass das mal lieber. Huh. As usual, getting ahead of myself. Enjoy your night then. Gut. Zephlor, wie geht's dir denn? Du bist auch hier. Du bist der Einzige, den ich kenne hier anscheinend. You have no idea how good it feels to see these people smiling. The singing we could probably do without. But even so, thank you. Ja, bitte. Druide. Go on now. Don't waste a night like this talking to me. We'll have plenty of time together on the way to Moonrise. Ich bin schon da. Alter, bist du so groß? Oder bin ich so klein? Der ist ja riesig. Mein Gott, bist du groß. Okay. Ich dachte, ihr wollt vielleicht mit mir trinken. Es gibt noch andere Möglichkeiten als Gespräche. Alter, sie ist jetzt aber hier richtig horny, ha? Okay. Das wollen wir nicht. Wir haben doch gerade hier, wir werden doch hier nachher erlegt wie so ein Reh. Hast du doch gehört. Hört auf euren eigenen Rat, mischt euch und... Ja, mach doch mal. Later, perhaps. Mhm. Don't worry about me. Mach ich nicht, keine Angst. A night under the stars amidst nature's creation. Is just what I need after being locked up in das kann ich verstehen. Der ist so groß, ne? Der ist einfach riesig, ey. Seek out some wine before it runs dry. There are a lot of thirsty people around here.
Lass sie trinken. Ey, wir haben so viele Flaschen hier, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die sollen sich alle amüsieren, ja. Soll ich mal dagegen hauen? Das wird lustig. Volo. Wo ist Will? Volo, hast du Will verjagt? Verscheucht? Vergrault? Aha, there you are. Ja, hat er. Come now, settle in. Garantiert hat er das. I do hope you have partaken of something bracing. This may well take us all night. Wie bitte? Was hast du vor? Was? Was? Your naming. Quite obviously. Mein Name? That ballad was but a crude preview. Oh, Alter. A frame without its crowning jewel. Kampfname. Your nom de guerre. Something iconic, but not too much of a mouthful. We don't want okay. to exclude the common folk after all. I intend this tale to enrapture all. Was stimmt denn nicht mit euch beiden? Der eine will einen Kampfnamen, die andere will ein Lied über mich singen. Du siehst auch sehr seltsam aus jetzt hier hinten. Diesen Waber-Effekt da. Behältst du mich im Auge? Dass ich gar nichts tue hier? Oder was ist das hier? Die Wächterin da. Glüht schon vor. Entweder vor Lust oder vor Wut. Ich weiß es nicht. Übrigens habe ich schon einen Namen. A wonderful one indeed. Ja, eben. But your deeds loom larger than life now, my friend. You simply must have a title to match. Hm. So was Grelles und Künstliches wie Volotamp Gedam. Heißt der so? Heißt der wirklich so? Hainhüter. Goblinfluch. Oh Gott. Habt ihr nichts Sinnvolles zu tun? Nee, hat er nicht. Er ist immer noch besser als eine Lobotomie. Finde ich, ne? Da soll er sich lieber Namen ausdenken, als irgendwelchen Leuten lange Nägel in den Kopf zu rammen. Aber, oh, ich bin aber auch super kreativ, ne? Hainhüter ist auch. Hainhüter klingt auch irgendwie ganz seltsam, ne? Da kommt der Hainhüter. Der Hainhüter. Was? Hier los? Path of Exile, alles klar. Ich habe niemanden gebeten, meine Geschichte zu schreiben. Wäre jetzt ein bisschen schroff und ganz ehrlich, der lässt sich sowieso nicht abbringen davon. Zeig mal, wie lieber, was du in der Tasche hast hier. Es kommt mir schon so vor, als wenn er so ein bisschen wechselt, das Angebot hier manchmal, ne? Da ist die Lyra! Geil. Das ist Tyrion. Rat mal, wer ein tolles Instrument für dich gefunden hat. Schneesturm. Mhm. Wie auch immer. Hast mir sehr geholfen. Ach ja. Was hast du denn gedacht? Far too much. This is the very problem. If you could set aside your many triumphs, carry out one defining act. Oh je. Not to belittle your achievements today, of course, but besting a dragon. Giant of God, perhaps? I must deliberate. Go, enjoy your evening. I shall have work for you in the days to come. Riese, Drache, Gott? Sag mal, wo, welchem Universum bist du da eigentlich gerade? Ich renne hier mit dem Knüppel durch die Gegend und haue zwischendurch ein paar Goblins auf den Kopf. Das alles. Mich jetzt deswegen Godslayer zu nennen, ist ein wenig über... Ja gut, wem erzähle ich das hier mit übertreiben, ne? Wie bitte? Ich sollte... steht das hier nochmal? Ich sollte nicht. Yo! Aber ich habe das gerade schon hier an seinen Antworten gesehen. Ich ahne jetzt schon, wenn ich die anderen hier anspreche bei mir im Lager... Dann wollen die mich jetzt hier alle irgendwie zu irgendwelchen Techtelmechtel-Geschichten hier hinreißen. Das, außer du wahrscheinlich nicht. Und das wollen wir natürlich nicht. Denn wir sind ja jetzt hier die Jagdtrophäe für Lizelle geworden, ne? Und da wäre es äußerst... Schreib mich doch nicht an hier. Da wäre es äußerst... hinderlich,
wenn dann noch Asterion oder sowas da zwischenfunkt. Oder sie, weil bei ihr wird es vielleicht noch gehen, die beiden sind meine ungefähr gleich stark. Ganz schrecklich wäre es, wenn ich was mit ihr jetzt hier noch besprechen würde. Die haben sich sowieso schon wieder angekeift jetzt hier. Von daher, schön, dass ihr feiert, schön, dass ihr da seid. Aber als Kampfmönch hier sozusagen, ne, Mönchin sozusagen, ist Askese angesagt, nicht wahr? Apropos Askese, da haben wir schon mal einen. Wichtig ist, dass wir das Ei nicht einpacken. Da ist es, wunderbar. Und dann lassen wir die Nacht Nacht sein. Entweder kommt unsere Gijanti-Dame auf uns zu oder nicht. Was heißt, Gijanti-Dame ist ein bisschen übertrieben. Also entweder wird sie uns jetzt reißen wie so ein Wolf oder nicht. Wir schauen. Buzz of celebration quiets to a souping hum as you approach your bunk. You've picked up a few pleasant memories on your journey amongst your struggles. What? Die Nacht mit Fantasien verbringen, wohin ins Gewebe Gale dich mitnehmen könnte. Wie kommt ihr denn auf die Idee jetzt hier? Anscheinend passiert hier nichts. Wir werden jetzt aber auch nicht mit Fantasien hier rum dingsen, ne? Uns hier verzehren sozusagen. Wer nicht will, der hat schon. Oder wie funktioniert das jetzt hier? Muss ich jetzt hier sowas machen? Wenn sie kommt, dann kommt sie vor alleine. Wir gehen einfach ins Bett. Wir denken hier an niemanden, weil das haben wir auch nicht nötig. Und wenn jemand kommen möchte, dann mag er kommen oder sie. You sleep alone, uplifted by memories of your recent triumphs. Genau. Sie ist am Glühen und am Dampfen, okay. I trust you enjoyed your evening. Was jetzt? After all your efforts, it was well deserved. It may be some time before you're afforded another such night. Mm-hmm. There is much to be done. Moonrise Towers beckons. I've told you all I know, and now I'll join your camp to help you face whatever's to come. With luck and the Oak Father's blessings, we might actually survive. Are you ready? Ja, ich bin soweit. Onward then. We'll speak soon, I'm sure. Du bleibst jetzt hier stehen, alles klar, okay. Ja, ich könnte dich jetzt mitnehmen, aber ich brauche dich nicht. Du kannst dein Buch wieder einpacken, es geht weiter. Wir ziehen jetzt los und zwar... Lass mal hier raus, so. Ach, jetzt sind wir wieder hier, alles klar. Gut, dann geht's jetzt... Nee, zack. Dann geht es jetzt... zum Susurbaum zurück, nicht wahr? Ja. Susurbaum. So, dann schauen wir mal, wo wir hin wollen. Waren wir hier schon? Ne, hier waren wir noch nicht. Hier sind wahrscheinlich noch mehr von diesen Viechern, ne? Was ist hier? Erreicht den Gebirgspass. Gijanki-Krippe. Okay. Das ist der Weg nach draußen anscheinend wieder, ja. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wir gucken uns jetzt hier ein bisschen um. Apropos, erstmal wird sich hier gebufft. Bitte. Du machst einschüchtern, täuschen, überzeugen. Fingerfertigkeit, Heimlichkeit, Nachforschung, Naturkunde, Religion, nö.
Athletik. Oder mit Tieren umgehen, Motiverkennung, Lebenskunst. Ja, machen wir das hier für Fallen und sowas. Okay. Du im gleichen, du machst gleichzeitig mal natürlich erstmal wieder Licht an, bitte. Wunderbar. Philo der Vergessene. Ich glaube, wir können aus dir einen super Zombie machen, oder? Fernkampf, Nahkampf. Nahkampf wäre besser. Nicht genug Platz? Was heißt das? Nicht genug Platz. Komm mal her. Was heißt denn nicht genug Platz? Zombie. Nicht genug Platz. Muss ich den hier erstmal... Wieso nicht? Giselle, kannst du den mal hier wegpacken? Kannst du den mal aufheben? So, komm mit. Pack ihn bitte aus. Pock. So. Nochmal das Ganze bitte. Dies, das. Jetzt geht's. Ja, schick siehst du aus. Von hinten siehst du besser aus. Okay. Haben wir alles? Dann lass uns mal los. Okay. Schauen wir mal, was hier so los ist, hä? Ist hier irgendwas? Was war das? Ach so. Ja, anscheinend ist hier irgendwas, sonst würden wir hier nicht... Meine Güte. Alter, was ist das denn, ey? Okay. Du meine Herren, okay. Okay, ich fürchte, das hier ist dann wohl der... Ja. Hier ist unser ganz, hier ist unser Landei. Asterion ist der Erste. Asterion muss erstmal irgendwo hin, wo er sich verstecken kann. Nicht springen. Spurte mal irgendwo hin. Spurte mal dahin. Nimm deinen Bogen in die Hand. Uppala. Entschuldigung. Und warte. Sie liegt auf dem Boden. Nicht gut. Du wirst jetzt... Ach ne, das bist du. Kannst du da schon draufhauen? Ne, da ist nichts zum Hauen bisher, ne? Die kann noch nichts. Es gibt noch nichts. Was sie tun kann... Kann ich dich wieder aufrichten? Ja, helf ihr, bitte. Jetzt kommst du zurück. Und du... kommst auch zurück, so. Zombie. Geht vor. Und du... Du musst bitte segnen.
Segen da. Steht er noch drin? Vielleicht. Eins, zwei, drei. Gehen wir einen Schritt dahin. So, jetzt aber. Eins, zwei, drei. Wenn ich jetzt eine Waffe raushole, verschwindet dann der Zombie? Ich hoffe nicht, ne? Wir nehmen mal einen Speer. Okay. Und nun schauen wir, was passiert. Oh, der kann durch Bohren schlagen, alles klar. Ja, wir müssen warten, bis der da rauskommt. Da ist er. Landhai. Tatsächlich, sieht fast genauso aus wie bei Neverwinter. Bisschen geiler. 125, okay. Ja, er ist super stark. Und super konstituiert. Der Landhai greift zuerst andere Monstrositäten an. Ist der Zombie ein Monster? Bin ich mir nicht ganz sicher. 600 Kilo groß. Krass, okay. Ja, dann. Das wird jetzt hart. Lizelle, wie weit kannst du laufen? Kommst du da an? Natürlich wieder nicht. Es ist so schlimm. Du kannst aber einen Nebelschritt machen, okay. Aber den Nebelschritt lassen wir erstmal sein. Du spurtest. Genau, du spurtest, dann kriegst du auch deine Blitze. Spurte hierhin, bitte. Überleben fehlgeschlagen. Irgendwas anderes ist auch noch, okay. Nimm deinen verfluchten Hammer. Und was? Darf nicht mehr schlagen. Ist das denn ernst? Du darfst nicht mehr hauen? Wenn du spurtest, darfst du nicht mehr hauen? Ist ja krass. Okay. Das machen wir noch nicht. Warte, jetzt kommt erstmal kommt Lin jetzt. Lin. Let's go. Let's go. Irgendwas, was wir noch zur Vorbereitung machen sollten? Das. Nö, erstmal alles egal. Den umzuwerfen wird, glaube ich. Wir versuchen es, was soll's. Wir versuchen es. Hat er gerade gelacht? Okay. Wanken. Oh. Ja, bitte. Nice. Nochmal. Oh Gott, das dauert aber, bis wir den haben, ne? Lizelle. Victory awaits. Ja, das nutzt nichts. Komm. Schlag zu. Schlag zu. Der lacht. Ich hab den falschen geklickt. Hurra. Rückenbrecher. Shit. Schuss, dies, das. Ja, da macht den Rückenbrecher. Macht den Rückenbrecher. Jemine. Kannst du noch springen? Dann spring hier nochmal hin. Jeder Punkt zählt. Next. Du. Okay. Ah, ich muss das Ding, das ist die spirituelle Waffe, ist Konzentration, ne? Egal, warte mal. Schutzgeister, beschwöre, rufe, die dich beschützen, Gegner in der Nähe erleiden.
Schutzgeister gleißend, bitte. Okay, dann musst du jetzt dahin. Okay. Die Waffe ist dann wohl jetzt weg. Oder bleibt die noch? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Jetzt ist er gleich erstmal dran. Mal sehen, was passiert. Das war gut, er hat nicht getroffen. Der Zombie kann fliegen? Ach, das ist die Waffe. Und du? Du bist auch nicht gerade der Schnellste, ne? Aber du kannst spurten. Ist doch spurten, ne? Ne, springen. Spurten. Na, spurten. Hau zu, kannst du wieder nicht. Ach Gott, ey. Ja, dann nicht. Hauptsache, wir sind angekommen, ne? Wo ist eigentlich unser Schurke? Fast nicht, der ist da hinten. Okay, pass auf. Du kommst mal ganz schnell mit hier. Ja, meine Güte. Fass es nicht. Er ist nicht dran. Okay. So. Du bist dran. Du machst erstmal ganz normalen Hauptangriff. Dass er uns auslacht, macht mich echt fertig. Wanken. Hauptangriff. Ist echt nicht viel, ne? Kann ich noch einen? Nein, kann ich nicht. So. Liedchen trällern wollen wir jetzt nicht. Du musst jetzt tatsächlich angreifen. Das nutzt ja nichts, wa? Hau zu! Oh, das ist gut. Das ist cool. 30%? Ernsthaft? Es gibt keinen Gelegenheitsangriff, das ist gut. Es bleibt bei 30%, das ist ja nicht zu fassen. Es bleibt bei 30%. Oh. Moment, was? Nein, das ist der Schuss. So. Schlag zu. Das ist echt nicht viel, ne? Nochmal! Gottes Willen. Aber wir sind noch fit, ne? Oh ja, Zeug wieder rein. Okay. Kommst du dran? Kommst du. Dann mach bitte einen Stoß. Nicht schlecht. Und geh hier rüber. Zombie. Hau zu. Oh Gott. Das ist nicht so geil. Wer ist jetzt dran? Ich. Schlag zu. Okay. Puh. Also du, ne? Okay. Wieso hast du so einen roten Punkt da? Keine Ahnung. Lizelle, bitte. Trink mal was. Wir haben noch genug Heiltränke noch, oder? Okay. Kannst du das die ganze Zeit aufrechterhalten? No time to dally. Ich weiß es nicht.
Nein, da hört es auf. Alles klar. Das ist schon der nächste Haufen hier. Okay. Das gucken wir uns noch an hier. Alter, der hat eine Rüstung? Okay. Brutale Rache. Wenn ein Gegner dem Träger Schaden zufügt, erhält der Träger einen Zug lang Zorn. Das ist nur klein. Warte mal. Warte mal. Ja, das kann ich anziehen. Wenn ein Gegner dem Träger Schaden zufügt, erhält der Träger einen Zug lang Zorn. Plus 1 auf Schaden und Nahkampf. Genau wie hier, ne? Ja. Das ist cool. Jetzt siehst du aus wie Pocahontas. Aber egal. Aber ich... Endlich mal was für uns. Bin auch nicht so richtig, aber doch. Wahrscheinlich eher für Barbaren gedacht, ne? Ja, ja, natürlich ist das für Barbaren gedacht eigentlich, ne? Weil die tragen ja auch keine Rüstung. Hier ist ein Grabstein. The rock under your feet juts upwards, forming a perfectly engraved tombstone with a small epitaph. In memory of Myrna, a shining light in this dark world, may you forever gaze upon the lake you love to play in. Das Grab ausheben. Wissen wir irgendwas über eine Myrna? Das Grab aussehen. Erstmal noch nicht. Bitte. das machen wir in der nächsten Folge, wenn überhaupt. Ja, das war eine interessante Folge. Also wir hatten... Erstmal haben wir unsere meisterliche Waffe geschmiedet. Die ist sehr, sehr speziell. Aber trotzdem gut. Ich weiß noch nicht, ob wir sie jemals einsetzen können. Ach, bestimmt. Irgendwann wird es einen Punkt geben, wo das geht. Dann hatten wir die Party in unserem Lager. Die habe ich völlig vergessen gehabt. Da hätte wahrscheinlich alles Mögliche Sexuelle passieren können. Aber da wir tatsächlich versuchen, mit Lyselle das Ganze hinzukriegen, wäre es, denke ich mal, hinderlich, wenn wir jetzt mit allen anderen anbändeln. Ja, und ich glaube, wir hätten da mit jedem anbändeln können. Aber Lyselle ist auch sehr speziell, ne? Lyselle, speziell. Hört man ja schon, ne? Von daher, ich weiß nicht, ob das noch was wird mit ihr. Und wenn es nichts wird, dann wird es halt nichts. Ist egal. Dann sind wir einfach nur Kriegerinnen. Aber wir schauen weiter, was passiert. Danke, dass ihr da wart. Es bleibt spannend. Und ich gucke jetzt mal, während ich off bin, schaue ich mal, ob mir der Name Myrna irgendwas sagt. Wofür wir über die schon mal irgendwas gelesen haben. Weil ansonsten, ich buddel ja jetzt nicht hier irgendwelche Gräber aus, nur weil die da sind, ne? Und dann marschieren wir weiter. Irgendwie... Naja, ich weiß echt nicht, wo wir hin sollen hier, ne? Aber hier ist ja irgendwie so das kaputte Dorf da. Das gucken wir uns dann mal an. Bis morgen. Tschüss.